Zack. Aua, aua, aua. Beherrscht euch, ihr Viecher. Aua. Unerhört. Das ist eine Unverschämtheit. Okay, da geht's nach draußen. Okay. Jo. Und da kommen auch schon wieder die nächsten Felsen angepoltert. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Dann geht's hier weiter. Aua! Beherrsch dich. So. Aber hier ist auch wieder was. Hier gibt es auch wieder einen schwarzen Stein, den man so nicht wegbekommt. So, wo sind wir hier wieder? Mhm. Lass mich raten, da kommen wir nicht rüber. Aber es gab ja noch... Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich hier jetzt auf Y drücke? Nee? Funktioniert nicht? Schade. Uah. Okay, 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 ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Opa! Opa! Komm mal her, Opa. Ich brauche mal kurz Hilfe. Scheiße, scheiße, scheiße. Aua, aua. Au, au. Opa. Schnell wieder zurück. Ja, ja, komm. Tu mich mal heilen. Genau. Hm. Also geht es jetzt nach links weiter, nehme ich mal an. Und was steht hier? Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Hä? Das schaue ich mir doch mal an. Das war da eventuell gleich von Kakariko aus. Okay, da geht's raus. Ups, daneben, daneben. Ach nee. Okay. So. Wir wollen nicht zurück nach Kakariko, wir wollen
hoch hinauf in die himmlischen Höhen des Todesberges. Dann wollen wir mal gucken. Wo geht's denn hier? Hallo. Hallo Wurmlinge. Aua! Ja, sage mal. Dann halt so. Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir hier unbegrenzt Zeit oder so, ne? Was ist das? Okay. Ah. Wir haben wahrscheinlich alle drei Flaschen voll mit Feen, ja genau. Ja. Ich bin ja schon wieder auf dem Weg nach oben hier. So. Zack. Was passiert, wenn wir jetzt hier lang latschen? Ah, ein Herzteil. Sehr schön. Und das da unten sieht so aus, als könnte man da runterspringen. Aber okay, das machen wir dann später. Du hast ein Herzteil gefunden. Link, ich bin es, Zahasrala. Ein guter Rat von mir, der dir helfen wird. Steige auf den Brillenfelsen. Von dort erreichst du Heras Turm auf dem Todesberg. Ah, you don't say. So. Zack, tatsächlich. Okay. Aber die Arschlöcher sind wieder da. Schön. Ah. Danke, 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 danke. Dinge, die die Welt nicht braucht. Au. Eigentlich könnte ich dann auch gleich wieder rein in die Höhle gehen und mir erstmal ein paar neue Leben holen. Was ist das? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ich will das Herzteil. Ich will dieses verdammte Herzteil haben. Lasst mich rauf da. Und zwar il pronto. Per favor. Steige auf den Brillenfelsen. Genau das. Ja, warte mal, wenn wir eh schon hier sind. Was, So. Genau. Er will noch nicht, wart noch mal. Hat sich das nämlich auch erledigt hier.
Zack. Ab nach links. Zack, nach oben. Ja! Und jetzt so langsam mal wirklich sollten wir uns irgendwie in Richtung Brillenfelsen aufmachen. Also wahrscheinlich das Ding hier oben, ne? Und da irgendwie raufkommen. Wie auch immer sich die Leute das gedacht haben. Und ich habe schon so einen Verdacht, wie sich die Leute das gedacht haben. Ja. Willkommen also bei unserem ersten Schattenportal, nehme ich mal an. Zack. Genau. Ach du Scheiße. Hoppla. Wieso bin ich jetzt ein Hase? Ist ja mal geil. Bounce, Bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen. Sperr die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Was das bedeutet? Das heißt, zu allem und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung. So wurde ich zum einen Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. So, und wer bist du? Was willst du hier? Bildest du dir ein, du Hasenfuß kannst mehr ausrichten als ich? Ich suchte die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich doch nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich endlich in Ruhe. Ja. Und so? Ja, ja. Schon klar, schon klar, schon klar. Ey, ich hab nicht mit dir geredet. Oh. Off. Ich wollte doch nur mal schauen, ob hier links noch irgendwas ist. Ja, da ist tatsächlich was. Ja, also unsere wahre Gestalt ist also ein Hase. Genauer gesagt ein Hasenfuß. Und das hier ist dann schon mal die Schattenwelt. So sieht die aus. Die sieht fast genauso aus wie Hyrule, aber auch nur fast. Und wie wir hier sehen, statt des Brillenfelsens gibt es halt hier nur so einen brillenartigen Abdruck. Das heißt, wir benutzen jetzt mal den Spiegel. Wow. Ah! Mist. Ja. Und zwar leicht an der falschen Stelle. Das Glitzerzeugs da oben ist übrigens auch so eine Art mobiles Portal. Das entsteht, wenn wir uns wieder in die reale Welt zurückportieren. So, jetzt aber. Zack. Jupp. Du hast ein Herzteil gefunden. Dü-dü-dü-düm. So. Das entsteht, wenn wir uns in die reale Welt zurückportieren. Weil, wenn wir da reingehen, dann landen wir wieder in der Schattenwelt. Na? So. Aber wir wollen ja jetzt oben in Heras Turm und dafür sorgen, dass wir die Mondperle in unsere gierigen kleinen Griffel bekommen. Erstmal hier schauen. Na, komm schon. Ah, okay. Hier brauchen wir wieder das Buch. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Hm. Okay. Heißt das, dass wir hier eigentlich schon uns das Masterschwert aneignen können? Oder brauchen wir da erst alle Medaillons? Oder ist mit Luftmedaillon... ist ein bisschen schwammig. Nee, das Luftmedaillon bekommt man anscheinend hier. Hm. Okay. Was ist hier rechts? Oh.
Das Ding sieht auch komisch aus, da die komische Spinne. Aber gut. Begeben wir uns nun mal in diesen Turm hier, ne? Heras Turm. Aua! Gucken wir mal ein paar Sekunden nicht auf den Bildschirm. Oha! Das ist lustig. Schalterrätsel. Ja. Link! Ich bin es, der Dorfälteste Zahathrala. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen, in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Der war wirklich mal praktisch, der Rat. Und da haben wir auch schon die Karte. Und wir sehen schon, der Turm ist, hat ein paar mehr Stockwerke. Dafür ist er relativ eng und von der Raumanzahl relativ überschaubar eigentlich auch. So, da geht es einmal nach unten. Und dann geht es einmal nach oben. Ich würde mal sagen, wir bewegen unseren Hintern erstmal... Wow. Bewegen unseren Hintern erstmal nach unten. Hör mal, du Affen! So. Was du kannst, kann ich schon lange, ne? So. Edgy Badge. Was ist das? Treppe nach oben oder was? Wahrscheinlich. Naja, latschen wir erstmal nach unten. Da haben wir so ein Skelett, das sieht scheiße aus, das Skelett. Warum hatte das so einen roten Schädel? Ey, hallo? Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Scheiße. Was ist das überhaupt? Das sind drei Räume miteinander verbunden, aber... Muss man sich da runterfallen lassen, oder was? Keine Ahnung. Tatsächlich. Rennende Schalterboxen oder was immer das darstellen soll. Hola, Senor, kommen Sie mal her. Spring ich mal hier hin. Nö. Und springe ich mal hier hin.
wozu ist hier der Schalter? Ah, okay. Der Schalter ist für... Ups. Ah! Aha. Hat das irgendeine Bewandtnis mit den Löchern? Sage mal. Ich meine, ich bin ja hier so fröhlich am Rumexperimentieren, aber... Scheiße. Welches Loch habe ich jetzt genommen? Ich weiß noch, du musstest dich hier durch irgendein Loch fallen lassen. Danach bist du mehr oder weniger. So, wo komme ich hier raus? Kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Sorry. Aber ich lasse mich hier irgendwie in jedes Loch mindestens einmal reinfallen. Denn ich will noch in diese angrenzenden Kellerräume rein. Nö. Okay. Dann halt nicht. Warte mal, bevor ich hier irgendwas mache... Wir haben doch einen kleinen Schlüssel. Und den kleinen Schlüssel, den benutzen wir jetzt. Dafür. Okay, hätten wir uns sparen können. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Aua! Ah, shit, 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 shit. Aua. Ah! Aber gut, wozu haben wir Feen? Aua. Das Fiese daran ist, ich habe die Vermutung, du musst hier wirklich alle abwarten. Ganz genau. Dieser Raum ist sowas von fies. Hier musst du nämlich sämtliche Dinger abwarten. Sonst öffnet sich die Tür da nicht. Na? So. Aha. Na? War lustig? War spaßig? Glaube ich. Sowas hasse ich ja mal wie die Pest. Hallo? Eigentlich hättest du einen Rundumschlag abbekommen sollen. Ungefähr so, ne? Wichser. Hab ich für den... Ich hoffe mal, da unten ist wirklich was Wertvolles drin, ey. Ansonsten habe ich hier diese... Zwei. Boah. Ja. Ansonsten habe ich hier nämlich, wollte ich gerade sagen, diese zwei Feen umsonst verbraten. Was eine? Beherrsch dich, Wichser. So.
Super Boschi. Ah. Und ich sehe schon, mein Timer geht. Aber bevor wir uns hier verabschieden, machen wir doch mal das Offensichtliche. Genau. Und holen uns den roten, den großen Schlüssel. So. Das war's wieder für diese Aufnahmesession. Und in der nächsten Session, denke ich mal, werden wir uns den Turm vornehmen. Und wahrscheinlich auf dem Weg elendig verrecken mit unseren restlichen zwei Herzen. Aber okay, ja. Bis dann. Ciao, ciao.